unseres Health IT Talks Berlin Brandenburg. Und wir machen 12 Veranstaltungen pro Jahr bei freiem Eintritt. Das Ganze läuft seit Oktober 2007, also schon eine Weile alt. Und dies ist jetzt die 119. Veranstaltung, die wir durchführen. Getragen und finanziert wird das Ganze durch Vereine und Sponsoren. Dabei gibt es 4 Vereine, nämlich den BVMI, den Berufsverband der Medizinischen Informatiker e.V., den KIT, das ist der Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen und Leiter e.V., den SIBB, der Verband der Software-, Informations- und Kommunikationsindustrie in Berlin und Brandenburg e.V. und die TMF, Technologie- und Methodenplattform für die vernetzte medizinische Forschung e.V. Alles sehr komplizierte, lange Namen. Aber das sind die 4 Verbände, die das Ganze tragen und natürlich unsere Sponsoren. Wir haben einen Programmrat, der sucht die Themen aus. Sie können gerne bei uns im Programmrat Themen einreichen, die wir dann berücksichtigen. Wir wählen das 4-mal im Jahr aus und stellen daraus unser Programm zusammen. Das Ganze wird von den Verantwortlichen ehrenamtlich durchgeführt. Und wenn Sie noch weitere Infos haben wollen, alles unter www.health-it-talk.de. Was wir natürlich besonders gerne haben, sind Feedback und Themenwünsche, die Sie uns bitte an uns richten und im Nachgang dann vielleicht so das ein oder andere, was Sie sich da wünschen an neuem Thema, beziehungsweise ob Sie unsere Veranstaltung gut finden oder schlecht finden oder weniger gut finden und wie die Organisation ist etc. Das können Sie uns alles gerne mitteilen und wir sind ganz dankbar, wenn wir da ein bisschen wissen, wo wir stehen. Natürlich danken wir auch unseren Sponsoren, das ist die Optimal Systems, die in diesem Jahr erneut Sponsor ist. Das hat sich jetzt gerade ergeben. Insbesondere danke ich da auch Herrn Burkhard Romanowski, der sich seit vielen Jahren für uns einsetzt und auch ein treuer Gast bei unseren Veranstaltungen ist. Und der zweite Sponsor, den wir haben, ist ID Berlin. Also die Vereine und die Sponsoren, die finanzieren das Ganze, sodass wir wirklich 12 Veranstaltungen im Jahr bei freiem Eintritt machen können. Schön, nun komme ich zu unserem heutigen Thema. Das Thema ist die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist angekommen und ich freue mich besonders, hätte es fast gesagt, alten Bekannten, ja, wir kennen uns schon eine Weile, Christian Klose aus dem BMG begrüßen zu dürfen und ihm dann gleich das Wort zu erteilen. Ich werde eine große Fragerunde nach dem Referat einläuten und die Fragen stellen Sie bitte im Chat, also Q&A, sodass wir die hier haben und dann auch entsprechend verteilen und beantworten können. Ja, das war es von meiner Seite aus. Jetzt übergebe ich das Wort und vor allen Dingen die Präsentation an Herrn Klose und freue mich auf einen spannenden Vortrag, Herr Klose. Ja, vielen Dank, Herr Engelhorn, für die nette Anmoderation. Da wird man ja immer so rot, wenn das in der Tat so nett der Fall ist. Ich will heute mal ein Stück weit einen Ausblick geben, wo wollen wir als BMG eigentlich hin? Deshalb habe ich das auch genannt, wirklich eine Brücke in die Zukunft. Will allerdings auch einen Schulterblick zurück in die letzten Monate werfen. Was haben wir eigentlich alles getan? Und natürlich gestaltet man ja die Zukunft in der Gegenwart, eben mit dem Wissen der Vergangenheit und deshalb auch aufzeigen, wo wir im Moment gerade stehen. Ich hoffe, Sie sehen die Präsentation jetzt, weil in der Tat das System Remo hat mich hier schon vor einige intellektuelle Herausforderungen gestellt. Auch der fleißigste Minister kann ja selbst bei digitalen Formaten nicht überall gleichzeitig sein. Deshalb ist das mittlerweile in der Tat eine gute Tradition, dass ich den Minister nicht nur im Herzen dabei habe mit seinen Ambitionen bezüglich der Digitalisierung, sondern eben er auch Teil jeder Präsentation ist. Und hier ganz konkret mit einem Zitat: Nur wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, können wir die Patientenversorgung besser machen. Nichts tun ist keine Option. Das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Zitat, weil wenn wir uns eben über die digitale Transformation unterhalten und nicht mehr und nicht weniger, adressieren wir ja hier das, was jedes Unternehmen durchmacht, was zahlreiche Krankenhäuser jetzt eben durchmachen. Das probieren wir ja, man muss es ja so sagen, für das Gesundheitswesen durch den regulatorischen Rahmen zu steuern. Und deshalb agiert auch Jens Spahn immer viel, viel stärker wie eigentlich wirklich ein CEO
und viel weniger ministeriell, weil er sehr, sehr stark wirklich immer vom Ergebnis getrieben ist. Was müssen wir tun, damit wir wirklich die Versorgung verändern, dass Digitalisierung beim Patienten, aber auch bei den Leistungserbringern ankommt. Und auch dieser Satz, nichts tun ist keine Option, ist halt ganz entscheidend, weil für uns halt A entscheidend ist, wir wollen und müssen die Chancen der Digitalisierung nutzen, weil sich die Rahmenbedingungen halt radikal verändern werden. Das System, so wie wir es kennen, wird in einigen Jahren so nicht mehr verfügbar sein. Wir haben auf der einen Seite immer mehr Patientinnen und Patienten und auf der anderen Seite immer weniger Ärztinnen, Ärzte und Pfleger. Die demografische Schere geht hier sehr brutal auseinander. Und hier kann Digitalisierung gute Lösungen bringen. Und wir erleben das ja auch aus dem Ausland. Wir sind ja eben nicht das erste Land, das sich um die Digitalisierung des Gesundheitswesens bemüht. Ganz im Gegenteil. Und wir wollen eben nicht, dass Dritte, die eben nicht aus unserem System kommen, uns ihre Digitalisierungsvorstellungen überstülpen. Sondern wir wollen eben, dass es aus dem System kommt, aus der Selbstverwaltung, von den Kostenträgern und eben den Ärztinnen und Ärzten, den Krankenhäusern, den sonstigen Leistungserbringern getragen. Weil keiner kennt das System besser als die Genannten. Und nichts tun ist keine Option, weil egal, ob wir es wollen oder nicht, Digitalisierung wird eben stattfinden. Und deshalb gibt es ja mal dieses zweite, finde ich, fast noch schönere Zitat, das ist halt aber auch älter. Wir wollen eben nicht digitalisiert werden, sondern wir wollen Digitalisierung gestalten und nicht erleiden. Und wir tun in Deutschland halt immer häufig so, als wäre das eine Bürde, die wir ertragen müssen. Und hier ist es halt wirklich ganz wichtig, viel, viel stärker, und auch das ist ja Teil der digitalen Transformation, in eine chancenorientierte Denke zu kommen. Wirklich zu schauen, was bedeutet das konkret für meine Prozesse? Und wenn wir uns das eben anschauen, Chancen nutzen, Dynamik und Geschwindigkeit erzeugen, dann war das ein Leitgedanke, der uns vom Beginn der Legislaturperiode getrieben hat. Ich bin jetzt seit knapp 3 Jahren im BMG und von vornherein war uns halt klar, wir müssen, wenn wir den Markt regulieren wollen und eben nicht wollen, dass die Technik und der Markt uns reguliert, dann brauchen wir eben eine hohe Dynamik auch in der Gesetzgebung. Und am Anfang wurde ich sehr stark dafür belächelt, weil ich es immer agile Gesetzgebung genannt habe. Aber mittlerweile ist das ein Thema, das wirklich auch verhaftet ist, auch hier im BMG. Dass wir halt nicht nur ein Gesetz pro Legislatur machen, wo wir glauben, alles zu regeln, sondern dass wir in vielen, und das werde ich gleich noch aufzeigen, wirklich in vielen, in zahlreichen Gesetzgebungsverfahren immer Schritt für Schritt die Türen geöffnet haben und die Dinge weiterentwickelt haben. Dass wir gelernt haben, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut? Wo müssen wir nachjustieren? Und wo müssen wir auch mal einen Schritt zurück? Und natürlich bedeutet das in der Konsequenz, dass die Gesetze eine deutlich kürzere Haltbarkeitszeit haben. Auch ich hätte mir gewünscht, dass irgendwann mal meine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkel sagen, so wie bei der kaiserlichen Botschaft, da hat mal Ur-Ur-Ur-Ur-Uropa auch mit dran gearbeitet. Das wird aber nicht passieren. Und das ist auch egal. Weil für uns ist entscheidend, dass eben die Gesetze zu Mehrwerten führen. Dass sie letztendlich adressatengerecht sind, dass sie genau die Painpoints adressieren. Und deshalb war für uns auch, und das war am Anfang der Legislatur auch noch Novum, und da habe ich persönlich selbst auch eine ganze Menge Kritik für einstecken müssen. Weil mir immer wieder vorgeworfen wurde, wir können doch noch gar nicht anfangen, wenn wir keine Strategie haben. Wir brauchen erstmal eine Strategie, wir müssen uns alle zusammensetzen, wir müssen einen Strategieprozess in die Wege leiten. Und meine Antwort darauf war immer, wir haben eine Strategie. Die besteht aus 3 Buchstaben. T-U-N. Wir müssen eigentlich Dinge tun, weil wir wissen doch, was sind die dringendsten Probleme, die in den letzten Jahren nicht angepackt wurden. Und deshalb haben wir wirklich gesagt, auch hier Schritt für Schritt, wir packen die Themen an und parallel dazu haben wir eben mit dem Prozess Digitale Gesundheit 2025 ja bewusst einen legislaturübergreifenden Prozess in Gang gesetzt, der eben ein Bild der digitalen Gesundheit 2025 als strategisches Leitbild aufzeichnet. Hier haben wir eben mit fast 300 Stakeholdern des Gesundheitswesens in knapp 10 Workshops wirklich dieses Bild gemeinsam erarbeitet. Und das gilt es eben auch, und das werden Sie dann auch sehen, weiterhin zukünftig wirklich auszugestalten. Und wir haben hier auch immer wichtige Perspektiven aus unserem Health Innovation Hub mit aufgenommen.
weil uns halt klar ist, dass wir als BMG an vielen Themen halt ganz gar nicht nah genug dran sind. Und wir brauchen eben genau diese Brücke, die Brücke in die jeweiligen Szenen hinein, um zu verstehen, was denn genau für ein regulatorischer Handlungsbedarf besteht. Und um das zu verproben, haben wir eben parallel noch dazu die Zukunftsregion Digitale Gesundheit entsprechend aufgebaut, wo wir halt die Dinge wirklich vertesten, ganz konkret jetzt hier mit dem E-Rezept, wo es eben nicht darum geht, jetzt nochmal die Technik auszuprobieren, weil die Technik wird sowieso Mitte des Jahres von der Gematik entsprechend vorgegeben. Aber für uns war es wichtig, dass wir schon rechtzeitig auch ein Spielfeld, eine Arena zur Verfügung stellen, wo es um die Prozesse geht. Was bedeutet denn das in der Arztpraxis konkret? Was bedeutet das für den Patienten? Was bedeutet das für die Apotheke und das Abrechnungszentrum und am Ende des Tages für die Krankenkasse? Und wir erleben natürlich, dass wir dann Dinge feststellen, dass die E-Rezepte ohne weiteres vielleicht gar nicht von den Kostenträgern annehmbar sind. Was bedeutet das, dass wir einen Konverter bauen müssen und so weiter und so fort. Dass wir aber rechtzeitig mit den Lösungen eben anfangen. Und eben nicht wie häufig in der Vergangenheit darauf warten, dass wir jetzt soweit sind und glauben, wir können starten, um dann nochmal alle Probleme auf den Tisch zu bekommen, die vorher auch schon hätten klar sein können. Das heißt nicht, dass es zukünftig keine Probleme mehr gibt. Wir werden auch ganz häufig über Themen noch stolpern. Und auch das gehört ja mit dazu, dass wir dann eben Schritt für Schritt die Dinge anpassen, eben justieren. Aber wir wollen natürlich Risiken minimieren. Und von vornherein hatten wir eben drei strategische Säulen, drei Schwerpunkte, die unsere Arbeit hier im BMG letztendlich geleitet haben. Und das war und ist weiterhin noch der schnellstmögliche Aufbau der Infrastruktur und der Nutzbarkeit elektronischer Patientenakten. Weil das, was wir eben erlebt haben seit 2005, der Gründung der Gematik, also in 15 Jahren, dass letztendlich ein versicherten Stammdatenabgleich ermöglicht wurde. Das ist natürlich deutlich zu wenig. Und für uns war es wichtig, dass wir die Infrastruktur jetzt erstmal aufbauen mit den Mitteln, wie wir sie eben haben und gleichzeitig eben aber auch schon darüber beginnen, nachzudenken, wie sieht denn die TI 2.0 aus? Und deshalb war es für uns auch ganz wichtig und folgerichtig, dass wir eben jetzt auch mit einem White Paper rausgegangen sind, um eben aufzuzeigen, wie stellen wir uns das in 5, 6, 7 Jahren vor. Und das ist natürlich nicht eine Aussage gegen die jetzige Infrastruktur, sondern es ist erstmal ein Petitum dafür, dass wir halt die Dinge weiterentwickeln müssen, dass wir einen klaren Blick drauf haben, wie wir Dinge verbessern können, wie wir das Thema Usability, wie wir das Thema Sicherheit, Mobility und so weiter adressieren, dass wir skalierbare Zugänge erreichen. Weil eins ist doch vollkommen klar, wir haben von Beginn an ein Ziel gehabt, dass wir eben nicht nur die 72 Millionen GKV-Versicherten, mittlerweile sind ja auch die 10 Millionen PKV-Versicherten wieder als Teil der Gematik dazugekommen. Also dass wir nicht nur die bundesdeutschen Bürgerinnen und Bürger entsprechend vernetzen wollen mit eben ihren 103 Krankenkassen, ihren 176.000 Ärzten, Zahnärzten und Psychotherapeuten, den 18.753 Apotheken, knapp 2.000 Krankenhäusern. Wir wollen sie eben darüber hinaus mit allen Playern des Gesundheitswesens, also auch den 2,3 Millionen sonstigen nicht-akademischen Heilberufen vernetzen. Und da wird natürlich schnell deutlich, dass das jetzige Verfahren so überhaupt nicht skalierbar ist. Weder aus inhaltlicher Sicht, weil wir gar keine mobilen Einsatzszenarien abbilden können. Das ist für eine Hebamme dann irgendwie relativ schwierig, die mehr oder weniger, außer wenn sie stationär tätig ist, bei den Patientinnen und Patienten. Oder eben auch im Bereich Pflege, der häuslichen Pflege, wo es halt wirklich darum geht, das Thema Mobility hier auch mobile Anschlussszenarien entsprechend mitzudenken. Und gleichzeitig natürlich auch eine wirtschaftliche Skalierung entsprechend abzubilden. Wir haben das daneben eben die Nutzbarkeit elektronischer Patientenakten, da werde ich nachher noch deutlicher darauf eingehen. Und wir haben als zweite starke Säule eben den Ausbau der Telemedizin, wo wir natürlich schon viel erreicht haben, wo auch Corona einen entsprechenden Boost bringt, aber wo wir auch für Verstetigung sorgen müssen.
wo wir auch hier wieder nachbessern über verschiedenste Gesetze. Auch das werde ich gleich nochmal aufzeigen. Und eben den Zugang weiterer digitaler Anwendungen in die Versorgung erleichtern. Weil wir sind natürlich davon überzeugt, dass Digitalisierung die Versorgung verbessern kann. Aber das kann sie eben nur, wenn sie Teil der Versorgung ist. Und das ist ein wichtiger Schritt, ein erster Schritt, dass sie überhaupt verordnungsfähig ist. Aber ein zweiter Schritt, den wir jetzt genauso intensiv angehen müssen, den wir auch im Bereich der DIGAs natürlich als Problem im Moment erleben, ist, dass sie verordnet werden sollten, wenn sie denn sinnvoll sind. Also Ärzte auch dazu zu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Auch hier sind wir wieder im Bereich der digitalen Transformation. Was habe ich für einen Mehrwert? Was habe ich für Risiken? Und das muss natürlich in einer guten Balance stehen. Und da müssen wir halt über viele, insbesondere Risiken, über Mythen aufklären. Aber das ist halt ganz wichtig. Und wir müssen natürlich den Prozess auch in der Versorgungskette entsprechend darstellen. Wie kommen denn überhaupt Daten aus einer DIGA zum Arzt? Auch das sind natürlich wichtige Themen, weil es funktioniert ja eben nicht, dass ich dem Arzt dann mal mein Smartphone zeige oder dass ich ihm per E-Mail schicke. Und auch hier, wie können wir Schnittstellen so intelligent nutzen, dass der Arzt wirklich dann intervenieren kann, wenn eben dann auch Interventionszeitpunkte sinnvoll sind. Und wir haben als dritten Punkt, und da haben wir noch das weiteste Stück Wegstrecke vor uns, aber es ist halt der entscheidende Punkt, der Versorgung deutlich besser machen kann, eben der Umgang mit Big Data und KI im Gesundheitswesen. Und hier sind wir halt auch regulatorisch noch in der Lernphase. Wir finanzieren im Moment sehr, sehr viele Förderprojekte, um überhaupt zu verstehen, was müssen wir überhaupt regulatorisch anpacken, um hier eine Beschleunigung und eine sinnvolle Nutzung zu generieren. Und wir haben natürlich erste Schritte getan zum Thema Daten. Wir haben das Thema Datenforschungszentrum mit dem digitalen Versorgungsgesetz entsprechend auf den Weg gebracht. Und zwar gegen viele Widerstände auf den Weg gebracht. Aber wenn wir es ernst meinen, dass wir Krebs bekämpfen wollen, dass wir seltene Krankheiten letztendlich besiegen wollen, dass wir personalisierte Medizin nutzen möchten, dann brauchen wir eben Daten. Wir haben ja in Deutschland nicht das Problem, dass wir zu viele Daten haben, sondern wir haben viel zu wenig Daten. Und deshalb ist es auch folgerichtig, dass die Daten eben über die Patientenakte freiwillig der Forschung zur Verfügung gestellt werden können. Weil das Ziel ist es ja, dass wir einen Kreislauf etablieren können. Auf freiwilliger Basis, dass ich meine Daten der Forschung zur Verfügung stelle und aus der Forschung, wenn ich es denn möchte, auch die Daten wieder zu mir zurückfließen können. Weil das natürlich für eine personalisierte Medizin entscheidend sein kann. Ups. So, und wenn wir uns jetzt anschauen, ich habe es ja schon gesagt, Covid-19 hat natürlich das Thema beschleunigt, das Thema Digitalisierung im Gesundheitswesen. Allerdings eben aus meiner Sicht eben im Zusammenhang mit der Schaffung des regulatorischen Rahmens der letzten Monate, der gesetzgeberischen Arbeit, der vielen Gespräche vor Ort, das, was an Technik umgesetzt wurde. Das Zusammenspiel schafft eben diese Beschleunigung. Und ich habe hier mal ein paar Zahlen einfach mitgebracht. Zum einen aus einer Studie von Roland Berger, eben von 500 Stakeholdern des Gesundheitswesens haben 78% geäußert, dass sie die Erwartung haben, dass der Digitalisierungsprozess in Deutschland um mindestens 2 Jahre beschleunigt werde durch Covid. Ich bin überzeugt davon, und das kann man sich in den Teilmengen auch anschauen, das geht ja mindestens 2 Jahre, dass es eher 3 bis 4 Jahre sind, die wir an ja, muss man auch sagen, als Rückstand, dass wir diesen Rückstand deutlich aufholen werden gegenüber anderen Jahren, aber eher in einer Zeitrechnung von 3 bis 4 Jahren, also deutlich mehr Dynamik in dem Prozess drin. Und dasselbe gilt eben, auch wenn wir uns anschauen, das Thema Videosprechstunde hat natürlich auch den stärksten Boost bekommen, insbesondere im Bereich der Psychotherapeuten, mit denen wir an anderen Stellen sehr, sehr viele Diskussionen um das Thema Datensicherheit und Datenschutz haben. Aber hier eben ganz klar aus einer Nutzerperspektive auch gedacht, ist es natürlich ein sehr, sehr sinnvolles Mittel. Und wir haben mittlerweile ja nicht nur, weil das war am Anfang, in den ersten 2 Jahren des letzten Jahres, immer mehr Ärztinnen und Ärzte wirklich die Software für Videosprechstunden haben.
Mittlerweile sehen wir es aber auch an den Abrechnungszahlen, dass wir hier wirklich deutlichste Steigerungsraten haben. Und zwar nicht nur in der Relation, sondern eben auch als absolute Zahl, dass man sagen kann, das kann sich wirklich sehen lassen. Da ist eine deutliche Entwicklung erkennbar. Und hier ist halt Nutzen erkannt worden. Und genau diesen Nutzen müssen wir aber verstetigen, dass wir halt wirklich aufzeigen können, was für Szenarien sind denn noch denkbar. Und deshalb auch hier fördern wir Forschungsprojekte, um eben gerade ein Szenario ist zum Beispiel das Thema Pflegeheim, aufzuzeigen, was für einen Mehrwert denn sowohl für den Leistungserbringer, für den Arzt, für das Pflegepersonal, als eben auch für den Patienten, für den Pflegebedürftigen, denn hier eine entsprechende Videosprechstunde bieten kann. Und das gilt es halt an vielen Stellen immer viel stärker aufzunehmen, dass wir aus der Nutzerperspektive genau solche Beispiele brauchen. Weil wenn man sich den Status quo eben noch anschaut, jetzt ein Blick zurück, 2018 Bertelsmann-Studie, Platz 16 von 17 untersuchten Ländern. Deshalb, wir sind noch am Anfang. Wir brauchen jetzt eben diesen Boost. E-Health Monitor, McKinsey, 93% der niedergelassenen Ärzte kommunizierten 2019 noch überwiegend in Papierform mit Krankenhäusern. Das, was jeder eben auch mehr oder weniger aus demselben Erleben kennt, egal ob man es eben selbst oder über Eltern, Angehörige erlebt hat, häufig ist eben noch der Patient der Bote der Daten. Er bekommt seine Epikrise in einem Umschlag. Wenn er Glück hat, ist der Umschlag nicht verschlossen. Selbst in Berlin mittlerweile in allen Krankenhäusern meines Erachtens nicht mehr verschlossen. Meine Mutter hat mir früher mal erzählt, sie hat das unter kochendem Wasser, hat sie den Umschlag geöffnet, weil sie natürlich wissen wollte, was da drin steht. Dann hat sie es immer noch nicht verstanden. Und hat man mit viel Mühe sich natürlich das Ärztedeutsch übersetzt. Aber da müssen wir eben hin. Wir müssen Medizin verständlich machen, eben nicht nur für Professionals, sondern letztendlich auch für den Patienten. Und die zweite Zahl, 59% der ambulanten Ärzte und Physiotherapeuten haben ihren Versicherten keinerlei administrative Gesundheitsservices, zum Beispiel Online-Terminvereinbarungen angeboten. Also weder im Bereich der Convenience, der Serviceangebote, noch im Bereich der klassischen Versorgung haben wir eben im Moment wirklich Digitalisierung in einer Größenordnung erreicht, dass wir uns zurücklehnen können, ganz im Gegenteil. Wir brauchen eben hier noch diesen Druck, dass wir eben letztendlich die Vorteile, die wir eben auch dringend brauchen, um Ärztinnen und Ärzte und das Personal zu entlasten und gleichzeitig den Patienten letztendlich viel, viel zielgenauer zu behandeln, erreichen können. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, was wir eben in den letzten Jahren gemacht haben, dann ist das hier mal so ein Potpourri an verschiedenen Gesetzen, weil es aus meiner Sicht eben ganz deutlich aufzeigt, wie wir das Agile, das, was ich beschrieben habe, in der Gesetzgebung auch wirklich umgesetzt haben. Wenn ich jetzt mal vorstelle, dass TSVG und Herr Engelhorn, Sie haben vorhin die Abkürzung Ihrer Vereine genannt, das können wir im BMG mit Abkürzung für Gesetze noch besser. Das TSVG, kein Sportverein, sondern ist schon lange her, es ist am 11. Mai 2019 in Kraft getreten, Terminservice-Versorgungsgesetz. Und das war einer der entscheidenden Wegmarken auf dem Weg der Digitalisierung des Gesundheitswesens, weil wir in den TSVG eben ganz klar die Übernahme der Gematik regulatorisch angepackt haben. Das, was eben vorher erlebbar war, 14 Jahre Stillstand, wollten wir eben gegen massiven Widerstand verändern. Und deshalb haben wir uns eben hier für eine Übernahme der Gematik-Anteile entschieden, haben diese dann letztendlich von den bisherigen Gesellschaftern entsprechend gekauft. Und das führt eben dazu, dass die Gematik sich ja ganz anders entwickeln kann. Like Dieken spricht immer davon, die Gematik atmet ganz anders. Das kann ich auch nur bestätigen. Die Gematik entwickelt sich eben zu einem offenen Unternehmen. Weil was wollten wir erreichen? Wir wollten eben einen Austausch wirklich zwischen den Spezifikateuren und den Anwendern organisieren, mit der Industrie organisieren. Weil nur wenn wir rechtzeitig diesen Austausch haben, dann werden wir eben auch Produkte auf den Markt bringen können, spezifizieren können,
die letztendlich auch eine entsprechende Reife haben, dann können wir eben berücksichtigen, was gibt es an internationalen Standards, was gibt es schon an internationalen Lösungen. Weil auch da müssen wir wegkommen. Wir brauchen nicht immer die deutsche Sonderlösung. Wir brauchen Lösungen, die unseren Ansprüchen genügen. Und da gibt es aber auch ganz viele. Und das ist halt eine gute Balance immer aus Sicherheit und Versorgungsqualität. Hier eben genau diese Balance zu finden. Und da können wir sehr schön schauen, was es schon in der Welt gibt. Und das, da hilft uns jetzt eben die Öffnung der Gematik extrem. Und wir kriegen natürlich deutlich schneller entsprechende Beschlüsse organisiert. Wir haben gleichzeitig im TSVG eben, ich sage es nochmal, vor anderthalb Jahren in Kraft getreten, die Krankenkassen verpflichtet, ihren Versicherten eine elektronische Patientenakte anzubieten. Und zwar sanktionsbewehrt. Und mit hohen Sanktionen belegt. Letztendlich hat das aber auch dazu geführt, dass alle 103 Krankenkassen ihren Versicherten zum 1.1. auch wirklich eine EPA anbieten können. Und ich bin überzeugt davon, hätten wir das nicht getan, hätten wir es nicht sanktionsbewehrt, und jetzt komme ich ja von der Krankenkasse, hätten wir das nicht erreicht, weil jeder natürlich gesagt hätte, unser Produkt ist das Beste. Egal, ob das eine Vivi-Lösung, eine AOK-Lösung, eine TK-Lösung oder eine Barmer-Lösung gewesen wäre. Jeder hat ja darauf vertraut, dass sie im Laufe der Zeit seine Lösung schon durchsetzen wird. Aber so funktioniert das nicht. Und natürlich haben alle gesagt, ja, das ist schon interoperabel. Und irgendwie passt alles zusammen. Aber natürlich sind wir meilenweit von dem entfernt, was wir jetzt erreichen, was wir auch zukünftig noch gestalten wollen. Dass wir halt auch wirklich den europäischen Kontext immer mit beachten und halt wirklich sagen, wir sorgen dafür, dass wir sowohl technisch als auch semantisch und syntaktisch interoperable Daten austauschen können. Gleichzeitig haben wir aber den Krankenkassen auch die Möglichkeit gegeben, wirklich Mehrwerte für ihre Patientinnen und Patienten, für ihre Versicherten anzubieten. Und auch das ist vollkommen klar. Eine Akte alleine wird letztendlich das System nicht verändern. Die Akte muss einen spürbaren Nutzen generieren. Und hier haben wir den Krankenkassen entsprechende Möglichkeiten mit an die Hand gegeben. Und die KBV eben letztendlich als Herrn der semantischen und syntaktischen Interoperabilität festgelegt. Auch hier gegen vielen Widerstand, aber wenn man sich jetzt anschaut, was hier in den letzten Monaten erreicht wurde, dann ist das aller Ehren wert. Und wir sind aus meiner Sicht sehr weit weg von der Kritik, die wir anfangs hatten, dass hier nie und nimmer etwas im Benehmen hergestellt wird, sondern eher in Gutsherrenart. Aus meiner Sicht haben wir hier gute Prozesse, das hat sich gerüttelt und das wird sich auch in Zukunft entsprechend rütteln. Aber es war entscheidend und das ist ein Erfolgsfaktor, den wir auch weiterhin unbedingt brauchen. Wir brauchen klare Verantwortung, um die Themen voranzubringen. Wir haben im GSAV, Gesetz für sichere Arzneimittelversorgung, das Thema Videosprechstunden zum ersten Mal adressiert und das Thema E-Rezept. Bevor wir das im GSAV adressiert hatten, war immer klar, dass das Thema letztendlich Videosprechstunden und E-Rezept nur umgesetzt werden kann, wenn wir eine funktionierende Telematikinfrastruktur haben. Und auch hier war uns aber im Vorfeld wichtig, dass wir Erfahrung sammeln. Insbesondere für das E-Rezept, dass wir Pilotprojekte ermöglichen, um eben die Erfahrung dann auch damals ja sogar noch für die beste Technik entsprechend zu nutzen. Dass wir überhaupt erstmal Erfahrungen sammeln, was brauchen wir technisch und B, was brauchen wir eben für die Prozesse. Und wir haben, und das war unser erstes richtig großes Digitalgesetz im DVG, das Thema DIGAS eben als digitale Gesundheitsangebote, eben hier einen schnelleren Marktzugang für digitale Innovationen ermöglicht, haben uns davon verabschiedet, vom bisherigen Verfahren über den gemeinsamen Bewertungsausschuss oder die Aufnahme im Hilfsmittelkatalog, haben wir hier bewusst auch hier wieder gegen viele Widerstände für einen anderen Weg entschieden. Und ich begründe das auch immer sehr häufig, warum geht ihr denn so oft andere Wege, mit meinem Lieblingszitat von Albert Einstein, die Definition von Wahnsinn ist immer wieder dieselben Dinge zu probieren und andere Ergebnisse zu erwarten. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben hier die Zentrale des Wahnsinns, wenn wir über Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens reden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auch wirklich mutig andere Wege vorangehen. Und deshalb haben wir mit den DIGAs begonnen. Und mittlerweile sind ja auch 10 DIGAs entsprechend für die Versorgung, für die Verordnung zugelassen, im Verzeichnis aufgenommen. Und auch hier ist uns bewusst, wir müssen nachbessern. Und wir tun das auch im DVPMG. Wir haben den Ausbau der TI nochmal entsprechend mit aufgenommen, weitere Leistungsanbieter eben aufgenommen und haben das, was ich vorhin schon sagte, den Aufbau eines Forschungsdatenzentrums. DVG. Sieht man, alles gut.
ehrlich gesagt, das Thema Forschungsdatenzentrum als aus meiner Sicht elementaren ersten Schritt hier mit sogenannten Routinedaten aus der Abrechnung, auch das gar nichts Neues. Das wurde 2004 eingeführt, noch seinerzeit von Ulla Schmidt, dass Daten aus der Abrechnung für Forschungszwecke genutzt werden können. In einem extrem komplizierten Verfahren, extrem zeitversetzten Verfahren. Die Daten wurden in der Regel frühestens 5 bis 6 Jahre nach der letztendlichen Inanspruchnahme des Patienten für die Forschung zur Verfügung gestellt. Und wenn Sie sich dann noch vorstellen, dass Sie mit den Daten irgendwie 1 oder 2 Jahre forschen, dann haben Sie im Zweifelsfall 7 oder 8 Jahre alte Datengrundlagen. Das führt dann häufig bei Auftraggebern von Forschungsaufträgen dazu, dass man sich halt die Frage stellt, und wie ist die Situation jetzt? Sollten wir das nicht nochmal entsprechend neu beginnen? Deshalb haben wir gesagt, wir müssen die Daten viel, viel schneller für die Forschung zur Verfügung stellen und müssen halt den Datenkranz auch entsprechend erweitern, weil auch die Krankenkassen, und das ist ja das Schöne, dass wir reden hier bereits über strukturierte Daten, halt genau diese strukturierten Daten zur Verfügung zu stellen. Die eignen sich natürlich nicht für alle Forschungsvorhaben, die eignen sich primär wirklich für die Versorgungsforschung, aber dafür sind sie natürlich ideal, und hier haben wir halt den ersten Schritt wirklich mit dem Aufbau und der Ansiedlung beim BfArM entsprechend vollzogen. Aus meiner Sicht eben extrem wichtig. Gleichzeitig haben wir mit dem DVG auch das ein Novum, den Krankenkassen die Möglichkeit gegeben, wirklich auch in Innovationen zu investieren. Auch hier zu sagen, Krankenkassen können unter bestimmten Voraussetzungen, natürlich sind das strenge Voraussetzungen, wo das Bundesamt für Soziale Sicherheit, also das ehemalige BVA, entsprechend auch zustimmen muss. Aber es ist natürlich erstmal wichtig, dass wir halt wirklich sagen müssen, okay, wir brauchen halt auch Treiber im System für Digitalisierung, weil nur durch einen regulatorischen Rahmen wird es eben nicht passieren. Und deshalb haben wir zum einen hier eben den Krankenkassen die Möglichkeiten gegeben, aber später dann eben mit dem PDSG haben wir auch der Kassenärztlichen Vereinigung ein entsprechendes Recht gegeben, hier eben auch in digitale Innovationen entsprechend zu investieren. Wir haben mit dem PDSG als Patientendatenschutzgesetz eben natürlich primär das Thema EPA adressiert, ganz klar den Weg gegangen, was brauchen wir denn jetzt konkret, damit wir die EPA datenschutzkonform abbilden können. Und wir haben hier, das kann man nicht verhehlen, einen nicht unerheblichen Disput mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten, weil wir hier eine deutlich andere Auffassung haben als er. Herr Kälber kommuniziert ja, dass die EPA nicht der europäischen Datenschutzgrundverordnung entspricht, plus den Grundrechten nicht entspricht und dann jetzt neuerdings auch den SGB V nicht entspricht. Lange Rede, kurzer Sinn. Alle diese Vorwürfe wurden ja nicht nur von uns als BMG, als eben klar das gesetzgebende Ressort der Bundesregierung entsprechend ausgeräumt, sondern auch hier ganz klar von den sogenannten Verfassungsressorts, dem Bundesjustizministerium und eben dem Bundesministerium für Inneres. Das sind eben die sogenannten Verfassungsressorts. Auch hier haben die Juristen das eben deutlich anders gesehen. Auch ein zwischenzeitlich veröffentlichtes Gutachten im Auftrag des Health Innovation Hubs hat das auch nochmal sehr eindringlich aufgezeigt, dass hier eine deutlich andere Rechtsauffassung besteht, dass eben hier egal, welches Recht man anlegt, das PDSG so umgesetzt werden kann. Und zu guter Letzt hat eben auch das Bundesamt für Soziale Sicherung, ich habe es gesagt, eben ehemalige Bundesversicherungsamt, also die Aufsichtsbehörde der bundesunmittelbaren Krankenkassen, ganz deutlich auch festgestellt, dass das PDSG hier dem geltenden Recht entspricht und daher auch umzusetzen ist, und sollten eben hier entsprechende Anweisungen der Datenschutzaufsicht erfolgen, wird das BAS hier entsprechend Aufforderungen an die Krankenkassen versenden, Rechtsmittel einzulegen. Also lange Rede, kurzer Sinn, man kann häufig anderer Rechtsauffassung sein, das ist ja in vielen Fällen immer wieder mal der Fall, aber man muss natürlich immer sehen, wie wird es kommuniziert und welche Rechtsmittel werden eben auch entsprechend angelegt. Wir sind überzeugt davon, dass die Rechtsauffassung mittlerweile klar ist. Deshalb werden auch umgesetzt, werden auch in diesem Jahr entsprechend weiterentwickelt, sodass wir auch ab 1.1.22 EPAs mit einem entsprechenden feingranularen Rechtemanagement erleben werden.
Wir haben das Thema Vergütung für das E-Rezept, auch für die elektronische Patientenakte auch entsprechend aufgenommen, dass wir wirklich gesagt haben, wir regeln hier von vornherein, dass es für eine Erstvergütung einen vom Gesetzgeber festgelegten Betrag gibt. Weil wir nicht daran glauben, dass die Selbstverwaltung rechtzeitig hier einen Betrag festlegen wird, der letztendlich adäquat ist. Und deshalb haben wir uns orientiert an dem von der Selbstverwaltung verhandelten Betrag für die Notfalldatensatzanlage, nämlich bei 8,79 Euro, haben gesagt, hier ist aus unserer Sicht bei der Ersterfassung, der Erstbefüllung einer Akte ein noch höherer Aufklärungsaufwand beim Versicherten letztendlich durch den Leistungserbringer zu erfüllen und haben deshalb diesen Betrag mit 10 Euro entsprechend für das erste Jahr festgelegt. Danach wird er eben von der Selbstverwaltung auch verhandelt und auch die weiteren Befüllungen werden entsprechend durch die Selbstverwaltung dann verhandelt. Wir haben das Thema E-Rezept konkretisiert, nämlich ganz konkret, dass die Gematik einen Auftrag bekommen hat, sowohl die App als auch den Fachdienst entsprechend zur Verfügung zu stellen, also nicht nur, wie wir es sonst kennen, zu spezifizieren, sondern hier einschließlich Entwicklung und zur Verfügungstellung. Das macht sie auch, das sieht auch alles im Moment hervorragend aus, dass wir am 30.06. hier auch in eine Testphase und Einführungsphase starten können. Und wir haben nochmal das Thema IOP, insbesondere mit dem Thema Bundesrepublik Deutschland, Vollmitgliedschaft in SNOMED International entsprechend aufgenommen. Dann hatten wir das Krankenhauszukunftsgesetz, letztendlich mit über 4 Milliarden Euro Fördergelder, 3 Milliarden seitens des Bundes und knapp 1 Milliarde durch Länder oder Eigenfinanzierung, eben teilweise ja durch KfW-Fördermittel verfügbar oder Kredite verfügbar, sodass wir hier schon einen aus unserer Sicht nicht unerheblichen Volumenbetrag zur Verfügung gestellt haben, um letztendlich die ersten, aus meiner Sicht wichtigen Schritte jetzt auch im Bereich der stationären Versorgung zu gehen, um Digitalisierung eben entsprechend voranzutreiben. Primär eben die Förderung von Notfallkapazitäten und digitaler Infrastruktur, aber eben auch 15% der Summen sind ja für das Thema Cybersicherheit vorgeschrieben. Auch das nochmal hier entsprechend unterstrichen, dass auch das Thema Sicherheit eben eine entsprechende Bedeutung hat. Und aktuell befinden wir uns ja im Bereich des parlamentarischen Verfahrens zum digitale Versorgungs- und Pflegemodernisierungsgesetz, DVPMG. Hier insbesondere zwei Themen, digitale Pflegeanwendung, also die DIGAs kriegen ein Brüderchen oder Schwesterchen mit den DIPAs, weil wir eben auch fest davon überzeugt sind, dass auch in der Pflege Digitalisierung einen Mehrwert für Patientinnen und Patienten bieten kann, aber eben auch für Angehörige. Wir wollen das Thema Telemedizin ausbauen. Ich habe es vorhin gesagt, wir wollen es verstetigen. Wir schrauben hier halt nach. Deshalb das ganze Gesetz ist auch außer im Bereich Pflege eher darauf ausgestaltet, dass wir halt an vielen Stellen einfach nachjustieren. Wir machen das Gesetz halt besser. Wir haben gelernt und passen es jetzt eben, so wie es eingangs auch sagte, eben entsprechend agil an. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben aber auch das Thema Datenschutzfolgeabschätzung aufgenommen. Das ist ein Novum, das ist letztendlich eine Regelung der Datenschutzgrundverordnung, dass eben auch der Gesetzgeber die Datenschutzfolgeabschätzung durchführen kann. Und wenn er sie dann eben letztendlich als Gesetzgeber durchführt, entbindet es eben den Einzelnen von der Verpflichtung. Und genau von dieser Möglichkeit haben wir jetzt zum ersten Mal in Deutschland Gebrauch gemacht, weil wir eben überzeugt davon sind, dass das Thema so eine deutliche Entlastung organisieren kann. Und gleichzeitig dadurch natürlich eine höhere Akzeptanz, insbesondere auch in der Umsetzung. Weil wir entlasten ja nicht den Einzelnen von seiner Verpflichtung zur Umsetzung der Regelung der Datenschutzfolgeabschätzung, sondern lediglich von der Erstellung. Aber natürlich ist die Erstellung mit nicht unerheblichen Aufwänden verbunden. Insbesondere in Praxen würde das bedeuten, dass sich halt viele einen externen Berater holen würden, der das für sie macht. Wir haben das Thema E-Rezept und EPA entsprechend weiterentwickelt. Und das Thema IOP, das zieht sich ja wie ein roter Faden durch letztendlich alle Gesetze, auch hier nochmal in eine neue Dimension aus meiner Sicht gebracht, weil wir das, was wir bisher zum Thema IOP-Verzeichnis hatten, aus unserer Sicht für deutlich überarbeitungswürdig gehalten haben und gehen deshalb neue Wege. Wobei ganz konkret wird es ja dann erst in einer nachfolgenden Rechtsverordnung. Was bedeutet denn das jetzt aber in Gänze? Und das ist für mich immer einer der wichtigsten Punkte, wenn wir über Digitalisierung reden, weil Digitalisierung ist eben nicht nur
E-Rezept, elektronische Patientenakte, Telemedizin und digitale Gesundheitsanwendung, sondern Digitalisierung ist eben viel mehr als die Summe der einzelnen Teile. Aber natürlich leiten diese Teile uns den Weg. Und sie sind ein guter letztendlich Wegbegleiter, dass wir halt sehen können, wir gewöhnen uns über einzelne Prozesse an Digitalisierung. Und dann sind eben E-Rezept und elektronische Patientenakte natürlich schon ganz entscheidende Prozesse, die wir hier sehen. Und deshalb einfach mal wirklich rausgepickt, was passiert denn jetzt seit dem 01.01.2021 beim Thema elektronische Patientenakte? Ich habe es eingangs gesagt, die Krankenkassen, alle 103 Krankenkassen haben planmäßig zum 01.01.2021 letztendlich ihre entsprechenden Apps zur Verfügung gestellt, in beiden Stores jeweils. Und das bildet natürlich jetzt die Grundlage für ausgiebige Testungen im Live-Betrieb, dass wir endlich aus der Testumgebung herauskommen und jetzt wirklich in die Produktivumgebung, in einen Live-Betrieb hineingehen können, um halt wirklich zu sehen, was läuft gut und was läuft weniger gut. Und genau da befinden wir uns in der Phase der Feldtests. Normalerweise die entsprechenden Komponenten und Services der Gematik werden ja in der Regel in Westfalen-Lippe in Feldtests oder Nordrhein entsprechend verprobt. Wir haben uns jetzt hier entschieden, weil wir eben sagen, das Thema EPA ist eben nicht mit einer normalen Situation vergleichbar von der Dimension. Wir halt gesagt haben, wir wollen einen erweiterten Feldtest und haben deshalb auch den GKV-Spitzenverband und die KBV gebeten, auch hierfür eine Finanzierungsvereinbarung entsprechend zu verhandeln, was zwischenzeitlich auch passiert ist, sodass wir letztendlich hier eine sogenannte erweiterte Feldtestregion haben, eben auch in Berlin. Und das führt in der Konsequenz eben dazu, dass wir eben bis zu 200 Ärzte und wir sind da auch mit den Rekrutierungsprozessen und den ersten Anschlüssen und so weit auch zufrieden, sodass wir hier Erfahrung sammeln. In Berlin haben wir auch auf Initiative des BMGs gemeinsam mit der Gematik, mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft bewusst auch Krankenhäuser angesprochen, nämlich die Charité, Vivantes und auch Sana und Krankenkassen wie die AOK Nordost und die TK, inwieweit sie denn nicht den Feldtest mal begleiten wollen im Bereich der stationären Versorgung. Weil uns halt schon ganz klar ist, dass das nochmal ein ganz anderer Impact ist. Wir haben, glaube ich, mit einem den größten kommunalen Träger, mit der Charité als größte Universitätsklinik und eben letztendlich Sana als Teil eines Konzerns, hier Sana Lichtenberg, eine gute Mischung. Um halt jetzt wirklich zu verstehen, was muss technisch denn passieren, was bedeutet denn das aber auch hier wieder, und da bin ich auch nicht müde, das immer wieder zu wiederholen für die Prozesse. Wo binde ich denn jetzt überhaupt die Akte an? Ist ja eine der ersten Fragen, am KISS-System, am Archivsystem, was passiert beim Check-in, was passiert auf der Station, was passiert bei der Entlassung, das sind ja alles die wichtigen Fragen und die wollen wir eben begleitet wissen. Deshalb war es uns auch ganz entscheidend wichtig, die DKG hier an der Seite zu haben. Dass die DKG das auch als Sprachrohr weiter kommuniziert. Und deshalb hier eben eine Feldtestregion. Wir gehen davon aus, das endet ja auch nicht hart am 31.03., sondern das wird sich ins zweite Quartal eben hineinziehen. Aber dass wir dann eben im zweiten Quartal, wenn wir die Einführungsphase insbesondere eben im ambulanten Bereich erleben, dass wir hier eben die Situation haben, dass eben alle 176.000 Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten sich eben Schritt für Schritt dann anschließen werden, weil wir in der Konsequenz ab dem 1. Juli auch im Gesetz die Vollanbindung definiert haben, mit der Konsequenz der weiteren Sanktionierung, wenn eben die erforderlichen Komponenten für die EPA entsprechend nicht vorhanden sind. Das heißt, auch hier wieder ganz klar, es sind noch Hausarbeiten zu machen. Die Konnektoren brauchen ihre finale Zulassung. Die PVS- und KISS-Hersteller müssen viel intensiver an den Schnittstellen entsprechend arbeiten. Aber auch da sind die Gespräche sehr positiv. Für uns ist halt wichtig, wir wollen immer gar nicht auf den Finger oder mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wir müssen gemeinsam schauen, wie können wir die Prozesse so gestalten, dass sie dann eben dazu führen, dass wir in die Umsetzung kommen.
Wir reden extrem mit den Ärztekammern, weil es darum geht, dass die Heilberufsausweise entsprechend ausgestellt werden. Wir wissen, mittlerweile sind 50.000 Heilberufe ausgegeben, über 40.000 sind beantragt. Das klingt ja erstmal nach einer hohen Zahl. Wir brauchen aber noch viel mehr. Die sind zwar fast ausschließlich aus dem ambulanten Bereich, deshalb ist die Zahl erstmal, sie bewegt sich in die richtige Richtung, aber wir brauchen das ja auch für die stationären Ärzte und so weiter und so fort. Also hier bedarf es auch noch entsprechender Kommunikation und Aktivitäten, dass wir dann auch wirklich die entsprechende Ausstattung haben, um die Technik zu nutzen. Und wir haben ein ähnliches Stufenmodell beim Thema E-Rezept, auch hier wieder. Wir sind jetzt in der Phase verschiedener Pilotprojekte. Ich habe es vorhin gesagt, ganz klar bewusst ermöglicht, um zu lernen, um wirklich zu erkennen, was läuft gut, was läuft weniger gut. Und wir wollen eben auch hier am 30.06. wieder dieselbe Situation, 6 Monate letztendlich Test- und Einführungsphase, bevor dann eben zum 1. Januar 2022 das E-Rezept Pflichtanwendung wird. Und Pflichtanwendung bedeutet in diesem Zusammenhang immer, dass letztendlich der Prozess der digitalen Übermittlung aus der Arztpraxis an den Fachdienst eine Pflichtanwendung ist für den Patienten. Aber der Patient, wenn er eben nicht digital affin ist oder eben eine digitale Nutzung nicht möchte, dann kann er eben weiterhin sein Rezept in Papierform bekommen. Es sieht dann anders aus. Es enthält dann eben auch einen entsprechenden 2D-Barcode, aber eben mit dem entsprechenden Schlüsselmaterial kann er in der Apotheke damit genauso agieren wie eben sein digitaler Pendant. Er hat natürlich nicht den Vorteil von möglichen Mehrwerten, die die Digitalisierung bietet. Egal, ob das eben dann ein Check der Verfügbarkeit ist, egal ob es ein Arzneimitteltherapie-Check ist, also egal ob es versorgungsrelevante oder Convenience-Themen sind, kann ich natürlich in der analogen Welt nicht nutzen. Und deshalb bin ich überzeugt davon, dass wir hier sehr schnell über entsprechende Mehrwerte auch in eine entsprechend starke Nutzung auch kommen werden. Weil es natürlich viel bequemer ist. Weil wir das, was wir aus anderen Branchen erleben, kennen, auch jetzt im Bereich Gesundheit entsprechend anwenden wollen. Das heißt, wir bauen im Moment eben die Brücke für eine bessere, für eine digitale Zukunft im Gesundheitswesen. Und wir haben mit dem bisherigen grundlegenden Gesetzesvorhaben wirklich letztendlich das Fundament, die ersten Säulen erstellt. Aber die digitale Transformation, also das, was auf den Säulen dann auch ruht, das ist halt auch erst zugegebenermaßen eingeleitet. Hier müssen wir noch viel stärker kommunizieren, alle gemeinsam miteinander. Damit eben greifbare Verbesserungen für die Versicherung ermöglicht, Versicherten ermöglicht werden. Ich habe es ja gesagt, wir brauchen Nutzen. Wir brauchen Nutzen für die Versicherten und für die Leistungserbringer. Und natürlich war es rückblickend betrachtet nicht klug, den versicherten Stammdatenabgleich als ersten Use Case für die Telematikinfrastruktur einzusetzen. Ich habe noch keinen Versicherten erlebt, der gesagt hat, wow, das war aber eine Sause. Endlich wurden mal meine versicherten Stammdaten abgeglichen. Da gehe ich gleich morgen nochmal hin. Noch habe ich einen Arzt erlebt, der gesagt hat, ich finde das total toll, dass wir hier für Qualität bei den Krankenkassen sorgen. Aber auch für die Krankenkassen ist das eben kein wirklicher Use Case. Das ist etwas, was als Hygieneprozess, der im Hintergrund läuft, alles total okay. Aber er hat natürlich hier eine andere Strahlkraft bekommen als ersten Prozess. Und deshalb befinden wir uns eben jetzt gar nicht in einer technischen Diskussion, sondern in einer emotionalen. Warum sollen wir etwas tun, was mir keinen Mehrwert leistet? Aber wir müssen eben auch, und das ist Teil der Kommunikation, stärker verstehen, dass Digitalisierung nicht immer mir einen konkreten Mehrwert bringt. Wikipedia, wenn ich was in Wikipedia eintrage, bringt mir das keinen Mehrwert. Bringt einen Mehrwert für den, der es liest. Dafür nutze ich aber andere Einträge, die mir einen Mehrwert bieten, sodass das ein Miteinander ist. Deshalb, wenn ich einen Bericht einstelle, einen Facharztbericht, habe ich keinen direkten Vorteil, weil ich habe ihn sowieso in meinem PVS-System. Aber er bietet meinen Kollegen einen Vorteil. Und genauso müssen wir eben denken, weil auch irgendwann werde ich dieser Kollege sein, der dann diesen Vorteil hat. Und wir müssen es halt vom Patienten her, von einer besseren Versorgung her denken. Deshalb ist diese Vorteilsdebatte, finde ich, sowieso eine schwierige Debatte. Es geht ja darum, was hat der Patient davon? Der Patient
hat immer einen Vorteil, wenn ein klares Bild über den Patienten, über seine Gesundheit, über seine Krankheit bei dem zum Zeitpunkt der Behandlung vorliegt. Deshalb, wir haben schon viel erreicht, ein Kraftakt liegt hinter uns, aber wir können es eben nur gemeinsam wirklich erreichen. Deshalb auch die Kommunikation muss gemeinsam passieren. Mit Industrie, mit Leistungspartnern, mit Forschung, mit Patientenvertreterinnen und Patienten, mit letztendlich Journalisten müssen wir die Vorteile aufzeigen. Wir müssen die W-Fragen beantworten. Und es bedarf eben wirklich noch weiterer Aktivitäten. Wir sind erst am Anfang, auch der Kommunikation. Deshalb, die Welt wartet nicht auf uns und Digitalisierung ist harte Arbeit. Aber es ist am Ende auch eine wirklich ganz wichtige und großartige Arbeit, weil wir wichtige Ziele haben. Wir wollen die Medizin besser machen und ich habe es eingangs gesagt, wir wollen unser System für die Zukunft fit machen. Und es geht denn bei der Digitalisierung nicht um die Technik. Technik ist Mittel zum Zweck. Es geht auch nicht immer nur um Geld. Geld muss da sein, auch das ist mir klar. Auch das haben wir durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz verstanden und adressiert. Aber es geht eben viel mehr um Kultur, Haltung und vor allen Dingen auch Wollen. Und deshalb schlussendlich mein Appell, lassen Sie uns die Chance der Digitalisierung nutzen und gemeinsam gestalten. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Klose, für den spannenden Vortrag, der eine sehr breite Palette natürlich wieder ein wahres Füllhorn von Gesetzen und Schritten im Gesundheitswesen und deren Digitalisierung vor uns ausgebreitet hat. Wir haben nun eine ganze Reihe von Fragen und ich würde gerne gleich in die Fragerunde einsteigen, wenn Ihnen das passt. Und beginne mal mit der Frage zum KHZG. In welcher Form, / Taktung, werden bewilligte Fördermittel vom Land an die Krankenhäuser fließen? Gesamte Fördersumme Upfront, einzelne Projekte, / Jetzt ist das ausgerechnet ein Thema, das ich Ihnen gar nicht beantworten kann, weil das vom Kollegen von mir auch verantwortet wird, kann ich nicht sagen, weiß nicht. Will ich jetzt gar nichts Falsches sagen. Okay, dann sollten wir die Frage vielleicht ein andermal. Können Sie mir aber, genau. Wir können Ihnen das ja auch zukommen lassen und dann können Sie das ja den Kollegen weiterreichen. Nächste Frage ist, was ist konkret unter dem Zukunftskonnektor zu verstehen, der laut DVPMG-Entwurf entwickelt werden soll? Also genau genommen steht ja im Gesetz Zukunftskonnektor, Zukunftskonnektor Service, also oder Zukunftskonnektor Service. Genau das soll ja die Gematik jetzt entwickeln. Das sagt sich auch leichter, als es ist, weil entwickeln bedeutet hier auch wirklich in tiefen Abstimmung mit der, muss man ja schon sagen, Entscheidungsebene des BSIs zu gehen, um wirklich zu sehen, was können wir denn überhaupt entsprechend umsetzen. Die Vorstellung der Gematik hierzu kann man ja im White Paper schon lesen, weil auch da wird ja auf dieses Thema Bezug genommen. Ich würde dann anschließend auch noch zum White Paper vielleicht mal 2, 3 Sätze sagen, weil das immer wieder hochkommt. Aber letztendlich wird es aus meiner Sicht im ersten Schritt eine Mischung aus Hardware- und Software-Komponenten sein. Ich glaube nicht, dass es eine komplette letztendlich Softwarelösung ist. Das wird von Leistungsfall zu Leistungsfall ein bisschen variieren. Nach den jetzigen Gesprächen würde es eben so sein, da wo ich die höchste Sicherheit brauche im stationären und im ambulantärztlichen Bereich, werde ich auch weiterhin in welcher Form auch immer, und das können ja dann schon Connector as a Service Angebote eben sein, wie man die auch immer nennen will am Ende des Tages. Aber nichtsdestotrotz wird es so etwas wie ein Stück Hardware vermutlich noch geben. Wir bleiben da im Konjunktiv. Und da muss man eben sehen, wo sich die Zukunft hin entwickelt, auch dann im Kontext mit digitalen Identitäten und so weiter. Aber da sind wir natürlich noch über 2023 hinaus. Weil wir haben ja eine Situation, die erste Generation der Konnektoren läuft, da laufen die ersten Mitte 2022 ab. Da sind wir überzeugt davon, dass wir mit BSI und mit Industrie Lösungen finden, dass wir die nicht austauschen brauchen. Nichtsdestotrotz wird das keine Lösung sein, die eben für die Ewigkeit ist. Deshalb wollen wir eben ab 2023, deshalb hier auch die relativ kurze Frist Richtung Gematik, dass wir entsprechende Lösungen zur Verfügung stehen. Okay.
Nächste Frage: Werden Patientinnen zukünftig auch im Sinne eines Ökosystems EPA-Inhalte mit ihrer identifikationsspezifischen DIGA teilen können, wenn dies zur Funktionalität beiträgt? Was wir im DVPMG geregelt haben, ist jetzt im ersten Schritt, dass aus der DIGA in der Tat Daten in die EPA fließen können und allerdings nicht umgekehrt. Das ist jetzt weniger ein Thema, das uns als BMG bewegt hat, weil wir sind auch in die Diskussion so reingegangen im Rahmen der Ressortbesprechungen, dass wir uns vorstellen könnten auch, dass es auch umgekehrt geht. Wir sehen das jetzt aber als ersten Schritt, weil das aus Datenschutzsicht, insbesondere der BFDI und das BMJV hatten da sehr starke Bedenken, dass eben jetzt auch Unternehmen, die keine Berufsgeheimnisträger sind, auf die EPA zugreifen können mit einem lesenden Zugriff. Deshalb haben wir auch begonnen, das war schwer genug, beim schreibenden Zugriff. Warum hat der schreibende Zugriff eine solche Relevanz? Ich habe es ja vorhin gesagt, wenn die Daten einer DIGA nicht in die Arztpraxis kommen, ist das halt schwierig. Über die EPA, weil auch das steht ja im DVPMG drin, wir beauftragen ja die KBV, hier entsprechende MIOS zu entwickeln. Und über die MIOS können Sie dann eben über die EPA wiederum im PVS-System dann auch dem Arzt entsprechend verfügbar gemacht werden, sodass wir letztendlich über den Umweg EPA die Arztpraxis erreichen und der Versicherte natürlich dann auch eine entsprechende Steuerungsfunktion hat, mit wem er diese Daten teilen will und auch das natürlich in seine eigene Gesundheitskompetenz einzahlt. Ja. Nächste Frage ist, ab wann müssen die AIS-Hersteller eigentlich ihre Schnittstellen aufmachen? Ja, wir haben jetzt ja den Entwurf einer Rechtsverordnung zum Thema Interoperabilität von Primärsystemschnittstellen entsprechend veröffentlicht, konkret zu den zwei Schnittstellen EPA und E-Rezept. Und da ist jetzt die Rede vom 30.09. Okay. Nichtsdestotrotz, das hört sich jetzt ja kurz an, natürlich sind die EPA, also zur EPA sind die Schnittstellen, die wären zum 30.06., weil sie Voraussetzung sind. Das ergibt sich schon aus einer anderen Regelung, weil der Arzt muss ja, um auf die EPA zugreifen können, und ansonsten ist das sanktionsbewehrt, wenn er das eben nicht kann, braucht er eben genau diese Schnittstelle. Also das ist jetzt nochmal über die Rechtsverordnung nochmal auf einen anderen Weg gedoppelt worden, sodass die EPA-Schnittstelle eben am 30.06., da bin ich auch fest davon überzeugt, dass das durch die PVS-Industrie passieren wird, zumindest bei den Großen, gibt es da gar kein Vertun, bestätigen das auch alle. Und beim Thema E-Rezept wird das eben auch in der zweiten Jahreshälfte im Laufe, also spätestens jetzt ja zum 30.09., wenn wir das über die Rechtsverordnung, wenn die rechtskräftig wird, auch umgesetzt werden. Nächste Frage: Was ist konkret unter den digitalen Identitäten nach DVPMG zu verstehen und inwieweit macht es Sinn, eine Hardwarelösung in Klammern EGK durch eine andere Hardwarelösung in Klammern DigIdent zu ersetzen? Das geht ja schon sehr ins Eingemachte. Ja, also naja, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass wir das, und ich würde es auch auf diesem Niveau auch jetzt nur beantworten, weil wir ja noch dabei sind, genau auch hier wieder den Auftrag, digitale Identitäten. Die Lösung soll jetzt ja von der Gematik wieder entsprechend entwickelt werden, spezifiziert werden. Aber die Idee dahinter ist natürlich das, was wir aus anderen Branchen kennen, eben hier entsprechend erlebbar zu machen. Und hier haben wir in der Vergangenheit entsprechende auch Förderprojekte finanziell unterstützt, um genau zu lernen, was kann eben eine digitale Identität schon. Und hier sind wir auch im engen Abstimmungsprozessen mit dem Bundesministerium für Inneres und so weiter, auch dem BSI und BFDI, um halt wirklich aufzuzeigen, wie kann eben das, was wir aus anderen Lebensbereichen kennen, auch im Bereich Gesundheit, für eine stärkere Verbreitung und Nutzung digitaler Angebote führen. Das ist letztendlich die Idee dahinter, immer mit der Einschränkung, dass der Patient die Wahl hat, ob er eine digitale Identität haben will oder eben weiterhin eine analoge Hardwarelösung. Gut, nächste Frage. Wann ist die EPA geöffnet, damit weitere Services möglich werden? Das springt gerade hier. Bislang Zugriff zu stark reglementiert und Patienten bevormundet. Backend API für Dritt-Apps. Ja, das mit den Dritt-Apps habe ich ja gerade gesagt. Es wird jetzt erstmal die
Schnittstelle für die DIGAs geben als ersten Schritt. Und ansonsten kann ich nur das Thema auch unabhängig davon White Paper für TI 2.0 eben empfehlen, wo es ja auch wirklich darum geht, wie werden zukünftig Zugriffe auf die TI gestaltet und damit einhergehend letztendlich eine Anwendung ist ja die Patientenakte. Wir beschäftigen uns sehr intensiv damit, weil uns durchaus bewusst ist, dass das, was wir jetzt haben, nicht die finale Version ist. Deshalb werde ich auch nicht müde, immer wieder zu betonen, dass wir eben Schritt für Schritt vorangehen. Man muss sich halt nur mal vorstellen, weil viele blenden das halt häufig aus und glauben, dass das BMG macht hier irgendwie Gesetze. Das BMG ist die Exekutive. Gesetze werden vom deutschen Parlament verabschiedet und die Voraussetzungen dafür sind eben in der gemeinsamen Geschäftsordnung des Bundes geregelt und danach müssen eben für Kabinettsentwürfe alle Ressorts zustimmen. Und das bedeutet eben, sie müssen, um ein Gesetz in den Deutschen Bundestag einzubringen, eben einen Kabinettsbeschluss haben. Das heißt, alle letztendlich Ressorts, und das ist unter anderem das BMJV und so weiter, müssen eben zugestimmt haben. Und hierfür brauchen Sie am Ende des Tages eben Überzeugung, warum Sie eben hier eine rechtliche Vertretung auch für oder rechtlich vertretbar halten, dass eben Dritte auf die EPA zugreifen können. Und das ist eben schwierig. Ich habe es gesagt, wir haben jetzt damit begonnen, dass die DIGAs einen schreibenden Zugriff haben werden. So ähnlich stellen wir uns das auch für andere Anbieter perspektivisch vor. Und persönlich kann ich mir auch vorstellen und auch viele andere hier im Bereich Digitalisierung des BMGs, dass sich das natürlich auch auf einen lesenden Zugriff verändern wird. Aber das ist im Moment eben nur das, was politisch erreichbar ist. Und man kann immer sich drüber streiten, macht doch mehr, dann machen wir aber im Zweifelsfall gar nichts. Weil genauso ist es ja zum Thema Digitalisierung über Jahre passiert. Und wir haben jetzt bewusst gesagt, wir wollen jetzt hier in relativ kurzer Zeit, weil das gab es auch noch nie, dass wir so viele Gesetze auch zum Thema, ich will gar nicht nur über Digitalisierung reden, in Gänze auf den Weg gebracht haben, weil wir eben einen deutlichen Veränderungsdruck eben auch im System ja spüren und auch das Momentum natürlich nutzen wollten. Nun hat aber selbst für den fleißigsten Mitarbeiter der Tag trotzdem nur maximal 24 Stunden und am Ende ist es eben das, was Sie in die Umsetzung bekommen und da können Sie halt in Schönheit sterben oder Sie setzen eben die Dinge Schritt für Schritt so um und müssen dann im Zweifelsfall später nur noch Kleinigkeiten ergänzen oder verändern, weil es ein Unterschied, ob Sie überhaupt das erste Mal eine Schnittstelle für Organisationen, die nicht Teil der Selbstverwaltung sind, öffnen oder ob es das schon gibt. Das ist ein Riesenunterschied. Deshalb war uns halt wichtig, dass wir hier zumindest diese ersten Schritte jetzt erstmal alle gehen. Und ich kann das total verstehen, wenn man mal fragt, warum nicht mehr? Weil so läuft fast jedes Gespräch hier. Ich finde total toll, dass Sie DIGAs haben, aber warum nur bis 2a und warum nicht Risikogruppe 2b? Oder ich finde total toll, dass wir als Kostenträger das dürfen, aber warum dürfen wir die Daten nicht auswerten und. Das ist ja Teil des Business, das ist mir ja vollkommen klar. Aber mir ist es, deshalb nutze ich die Gelegenheit hier auch gerne, trotzdem mal aufzuzeigen, dass man sich halt immer in diesen Abwägungsprozess befindet. Wie bekomme ich eben eine Mehrheit, dass am Ende tatsächlich überhaupt etwas verändert werden kann? Das ist letztendlich unser tägliches Geschäft wiederum. Ja, Sie agieren ja nicht im luftleeren Raum. Insofern, klar. Nächster Punkt oder nächste Frage. Wie wollen Sie konkret bei den niedergelassenen Ärzten das desaströse Image der Gematik verbessern? Ohne die läuft nichts. Bis auf E-Arztbrief gibt es derzeit für 95% keinen Nutzen. Hatten Sie sich auch schon drüber ausgelassen, aber vielleicht kommentieren Sie die Frage nochmal. Ja, also zum einen ist das natürlich, ich finde immer schwer, dass die Gematik halt in der Tat so ein schwieriges Image hat, obwohl letztendlich die Ärzteschaft Gesellschafter der Gematik ist, vertreten durch die Bundesärztekammer und durch die Kassenbundesärztliche Vereinigung und bei den Zahnärzten genauso über die Kammer und die Vereinigung. Und deshalb vom Prinzip wär immer mein Verständnis, dass ich als Gesellschafter auch mich dafür stark mache, dass wir hier eine gemeinsame Aufgabe haben. Das passiert auch in ganz vielen Teilen. Nichtsdestotrotz, immer wenn Dinge nicht gut laufen und natürlich sind Dinge in der Vergangenheit nicht gut gelaufen, dann wird eben, schaut man selten in den Spiegel, sondern zeigt am liebsten mit dem Finger auf andere. Mir ist es wichtig eben genau, dass wir das nicht durchführen, sondern dass wir eben sehr, sehr viele
gemeinsame Gespräche zum einen im Bereich der Gesellschafter aufführen, gemeinsam mit Dr. Leik-Dieken, wo wir halt wirklich aufzeigen, wo will die Gematik hin, dass wir auch hier erstmal eine gleiche Perspektive haben. Und zum anderen müssen wir natürlich viel, viel stärker die Ärztinnen und Ärzte erreichen. Das ist eben Teil der digitalen Transformation. Und ich habe ja vorhin schon meinen Tag beschrieben mit den Dingen, die passieren. Ich sehe es aber auch als meine Aufgabe eben letztendlich ganz stark darüber zu kommunizieren, welche Chancen wir eben haben und warum wir als BMG etwas tun. Deshalb, was machen wir im Moment ganz konkret? Wir sind sowohl mit den Spitzen der Selbstverwaltung im regelmäßigen Austausch eben über die Kommunikation der digitalen Transformation. Was bedeutet das eben aus Chancenorientierung? Was bedeutet das eben, ich nenne es wirklich immer die W-Fragen. Warum, was, wann, wer, wieso? Dass wir diese Fragen beantworten. Dass wir wegkommen von einer letztendlich ja Mystifizierung der EPA. Weil ich finde es persönlich total schwer und ich mag Herrn Gassen sehr und in ganz vielen Dingen haben wir auch einen gleichen Blick drauf auf die Dinge. Aber bei der Aussage, die EPA ist nichts anderes als eine digitale Aldi-Tüte, da bin ich halt deutlich anderer Auffassung. Weil durch die Nutzung eben von strukturierten Metadaten kann ich. Und wenn wir jetzt sagen, wir werden am 1.1.22 haben wir die ersten medizinischen Informationsobjekte. Das sind jetzt noch gerade mal 11 Monate. Wir haben von diesen 11 Monaten noch 5 Monate ohnehin Einführungsphase. Da würde ich mich ja eigentlich freuen, wenn wir eine Kommunikation hätte. Ja, wir können jetzt dann auch noch dieses halbe Jahr mal ein bisschen üben. Was ist denn da an Dokumenten eingestellt, was ich aussuchen muss? Aber ich kann es auch finden, eben über die Metadatensuche etc. Ich kann mir mal den Demonstrator anschauen. Und deshalb, was mache ich jetzt konkret? Ich spreche jetzt mit allen Landes-KV, mit allen Landesärztekammern, mit allen großen Hausarztvertretern, ich spreche mit den Fachärzten, um letztendlich aufzuzeigen, was die EPA kann. Ich will hören, was läuft aus ihrer Sicht schlecht. Das ist noch auf Funktionärsebene, das ist mir total klar. Ich lade mich aber auch selbst gerne immer in Formate ein, eben nicht wie hier, wo ich mit Technikern rede, auch das mache ich gerne, aber viel spannender finde ich es ja noch, mit Endnutzern zu reden, um halt genau über diese Punkte zu diskutieren. Und da habe ich am liebsten jemanden von der Gematik dabei, der dann eben den Demonstrator mal zeigt. Und dann eben schon das erste Aha-Erlebnis beginnt ja immer schon damit, dass viele Ärzte glauben, sie haben jetzt 103 verschiedene EPAs, die sie sich anschauen müssen. Weil wir es eben bisher noch nicht ausreichend kommuniziert haben, dass logischerweise im Primärsystem sieht eben jede EPA erstmal gleich aus. Und da brauchen wir eben noch viel Arbeit, das ist mir ja vollkommen klar. Aber das ist eben nicht nur ein Image-Thema der Gematik, weil auch die Gematik hat sich aus meiner Sicht extrem verändert und zwar richtig positiv verändert. Aber natürlich der Arzt, der mit der Hand am Arm am Patienten in der Fläche arbeitet, was hat der mit der Gematik zu tun? Gar nichts. Der übernimmt das, was ihm gesagt wird, und das ist ja auch okay. Deshalb müssen wir den durch Produkte überzeugen. Und wir müssen aber gleichzeitig den Boden bereiten, damit wir hier eine positive, eine offene Kommunikation auch haben. Ja, nächster Punkt oder nächste Frage. Gibt es Planungen, den MIO-Impfpass noch fit für den europäischen Ad-Hoc-Standard für die digitale Covid-19, für den digitalen Covid-19-Impfnachweis zu machen? Nein. Gut, kurz und klar. Da wird es eine andere Lösung geben, aber das wird so nicht funktionieren. Okay. Nächste Frage. In Großbritannien haben Sie die zentrale Patientenakte längst begraben. In Frankreich nach 15 Jahren gerade mal 18% der Patienten dabei. Wie ist Ihre Prognose für die EPA? Man kann ja auch mal Österreich gucken, da sieht es anders aus, aber gut. Genau. Also man muss ja immer noch sagen, auch das finde ich jetzt wieder interessant, dass wir uns genau die schlechten Beispiele raussuchen. Aus meiner Sicht gibt es viele, viele gute Beispiele. Und das Thema EPA steht und fällt mit den Mehrwertangeboten. Die EPA alleine als Sammelort für Dokumente, das teile ich, wird letztendlich kein großer Wurf sein. Aber letztendlich als Teil eines Ökosystems, das eben Mehrwerte entsprechend bietet, dass die Vernetzung mit dem E-Rezept berücksichtigt und so weiter und so fort. Da, wo wir eben, ich bleibe auch dabei, um das nochmal aufzugreifen, wo wir über einheitliche und weitergehende Identitäten im gesamten Gesundheitswesen reden, organisieren wir natürlich einen Mehrwert, der
aus meiner Sicht eben nicht zu verachten ist. Aber es wird letztendlich davon abhängig sein, wie werden diese Mehrwerte entsprechend zur Verfügung gestellt. Und was mich halt positiv stimmt, ist, dass ich halt immer mehr Gespräche erlebe, wo wirklich dann in gesamthaften Patientenreisen nachgedacht wird, dass Prozesse sich komplett verändern, dass letztendlich die EPA nur als Mittel zum Zweck genutzt wird, weil da über die EPA die Informationen zur Verfügung stehen, dass eben die Anwendungsszenarien so gestaltet werden können. Und deshalb will ich gar nicht immer über die EPA reden. Deshalb ist mir dieser Punkt ja so wichtig. Die EPA alleine hat keinen großen Wirkung. Die EPA in einem Ökosystem hat eine entsprechend große Wirkung. Und das ist für mich eben der entscheidende Faktor. Dann haben wir die nächste Frage. Krankenhauszukunftsgesetz nochmal. Wie sind die Vorstellungen zur Finanzierung der Folgekosten ab 2025? Jetzt haben wir ja erstmal 2021, wenn ich mich nicht ganz irre. Und ich finde ja erstmal erstaunlich, dass wir ein so großes Förderprojekt auf den Weg gebracht haben. Das können Sie dann gerne in der nächsten Legislaturperiode die Verantwortlichen fragen. Dann machen wir nochmal einen Health-IT-Talk zu. Okay, nächste Frage. Ab wann kann man neben Dokumenten auch strukturierte Daten in der EPA ablegen? Ja, ab 2021, wenn wir die ersten MIUs haben, werden wir eben strukturierte Daten entsprechend abbilden können. Die KBV kriegt ja nicht wenige neue Aufträge, auch hier MIUs zu entwickeln. Die ersten Umsetzungen geben aus meiner Sicht uns eine ganz, ganz positive Rückmeldung, mit welcher Geschwindigkeit die KBV, mit welcher Qualität das auch entsprechend umgesetzt wird, sodass für mich natürlich dann auch entsprechende Anwendungen, ich habe es vorhin schon gesagt, gerade das Thema DIGAS wird einen entsprechenden Punch nochmal bringen und natürlich das Thema Krankenhausentlassbericht auch, aber ich finde es schon mal wichtig, dass wir eben da 22 einen strukturierten Impfpass eben auch haben. Und ich würde mir wünschen, deshalb fand ich die Frage ja auch total richtig, wenn wir das jetzt schon hätten. Bloß im Moment haben wir es eben nicht und wir werden es eben auch nicht schaffen, dass wir in der Kürze der Zeit letztendlich hier einen Zugriff auf die EPA für letztendlich dann über 120.000 Ärztinnen und Ärzte organisieren können. Deshalb werden wir hier einen anderen Weg gehen, aber natürlich an ganz vielen Stellen werden wir strukturierte Daten haben. Und der Weg beginnt eben ab 1.1.22, ab 1.1.21. Auch das wiederhole ich gerne nochmal, weil es halt auch wirklich aus meiner Sicht ganz wichtig ist, haben wir aber schon strukturierte Metadaten. Also das ist eben kein Datengrab, wo ich nie wieder was finde. Ich kann als Arzt eben dann auch sagen, bitte nur Krankenhausentlastberichte, bitte nur die der letzten 3 Monate, bitte alles, was nur meine Leistungserbringerkollegen eingestellt haben. Ich will nicht das vom Patienten sehen oder ich will nur das vom Patienten sehen. Kann der Arzt alles über die Metadaten mit ganz wenigen Klicks, wie das aus anderen Programmen, zum Beispiel Microsoft Outlook und so weiter, letztendlich trainiert ist, kann man das auch in der EPA tun. Und deshalb empfehle ich hier immer tatsächlich auch den entsprechenden Demonstrator, sich bei der Gematik mal anzuschauen. Gut, nächste Frage. Wir haben noch ein paar Fragen, so ist es nicht. Die Fragenrunde war heute toll. Ja. Wie der Krankenhauszukunftsgesetz eigene Regeln der Länder. Bedeutet dies, dass beispielsweise Anträge von Krankenhäusern in NRW außerhalb Zeitraum NRW nicht gefördert werden? Zeitraum NRW ist 17. bis 31.05.21. Da brauchen Sie mir gar keine Fragen mehr vorlesen. Die würde ich alle nicht mit der Gewissheit, wie sie meinen Qualitätsanspruch letztendlich bedeuten würde, beantworten können. Deshalb würde ich hier auch lieber nichts zu sagen. Dann leiten wir die dann weiter, ja. Genau. Ich habe zwar noch eine zum Fragen, aber das ist, glaube ich, beantwortbar. Krankenhäuser bekommen 4 Milliarden für IT-Sicherheit. Das stimmt zwar nicht ganz, aber gut. 100.000 Praxen, die IT-Sicherheitsrichtlinien, eine gratis DSFA plus 0 Euro, kann den Frust verstehen, 22.000 Praxen ungeschützt im Netz. Was macht das BMG? Na, hier muss man ja schon mal unterscheiden, dass wir eine komplett andere Finanzierungsgrundlage haben. Dass wir eben bei Krankenhäusern nicht unerheblichen Teil, der immer steuerfinanziert ist, allerdings dann länderfinanziert, eben für Investitionskosten. Und bei Arztpraxen haben wir eben hier auch einen beitragsfinanzierten Anteil, sodass wir hier schon mal, muss man so ehrlich sagen, eine ganz andere Situation haben. Und auch die Aufwände sind natürlich schon mal deutlich andere. Und ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass es gar keine Finanzierung gibt, weil natürlich auch für
entsprechende, da muss man sich halt mal in die Tiefen des GOS bewegen und dann ist es halt auch im Zweifelsfall Aufgabe der Selbstverwaltung, weil auch das ist eben wird durch die Bundesmanteltarifpartner geregelt, wenn eben erhöhte Aufwendungen stattfinden, dann muss darüber verhandelt werden und man muss sich das in den Verträgen abbilden. Und deshalb ist das hier Aufgabe der Selbstverwaltung, das für die Praxen zu organisieren. Mhm. Und man muss fairerweise auch nochmal sagen, das ist ein Irrtum, wenn die 4 Milliarden nur für IT-Sicherheit oder Cybersicherheit 15% davon werden. Das ist der verpflichtende Anteil und ich bin fest davon überzeugt, dass auch nicht sehr viel mehr werden als diese verpflichtenden 15%. Aber unabhängig davon ist es Geld, ich will das jetzt gar nicht kleinreden, das ist immer noch viel Geld, aber wir haben eben hier unterschiedliche Finanzierungsszenarien. Gut, nächste Frage, Stichwort gewesen zu sein. Vor großen Dingen ist mir nicht bange. Okay. Nein, also sorry, also ich hatte Sie noch perfekt gehört, okay. Warum auch immer. Jetzt habe ich aber die Frage vergessen, um ehrlich zu sein. Dann können Sie nochmal wiederholen? Noch mal, ja. Stichwort agil tun Mehrwert. Wer im BMG ist Ansprechpartner für Digitalisierung in der Pandemiebekämpfung und wie werden Corona-bezogen besonders hilfreiche Use Cases priorisiert? Also Ansprechpartner ist auch die Abteilung 5 und die Abteilung 6 des BMGs. 6 ist eben die letztendlich Abteilung, die sich primär um das Thema Corona kümmert. Wir als Abteilung 5 für das Thema Digitalisierung. In der Regel werden die Themen entsprechend bewertet, gemeinsam bewertet. Und man muss sich halt nur vorstellen, wir kriegen, glaube ich, am Tag, ich weiß gar nicht wie viel, in jedem Fall immer eine zweistellige Anzahl von Ideen mit unterschiedlichen Reifegraden. Und man muss sich ja immer nur vor Augen führen, das BMG setzt ja in der Regel mit Ausnahme der Corona-Warn-App und selbst die wird ja auch nicht mal von uns letztendlich zur Verfügung gestellt, sondern eben vom RKI. Wir sind ja als Ministerium jetzt nicht letztendlich Anbieter von Leistungen. Das ist egal, ob das jetzt Corona-bedingt ist oder letztendlich auch nur einer besseren Versorgung dienen soll. Häufig so auch ein Mythos, dass wir als BMG jetzt hier beauftragen, macht das mal für die gesamte Bundesrepublik Deutschland hier mit App A, B oder C. Nichtsdestotrotz, wenn es gute Lösungen gibt, koordinieren wir die weiter, egal ob das eben um Terminvereinbarung für das Thema Impfen geht. Ganz viele Dinge sind ja eben auch immer Ländersache. Das macht es nicht leichter. Nichtsdestotrotz, wenn wir unterstützen können, unterstützen wir. Also wenn es da konkrete Vorschläge mit einem entsprechenden Reifegrad auch gibt, könnt ihr die gerne ans BMG schicken, wie viele andere Unternehmen auch. So, jetzt, da ich langsam zum Ende kommen möchte, möchte ich Ihnen noch ein Statement vorlesen. Toller Vortrag, Respekt und Gratulation zum Vorantreiben der Digitalisierung durch das BMG. Darauf haben viele lange gewartet. Da kann ich mich nur anschließen. Stimmt so, ja. Und dann habe ich, gut, dann bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Ihnen und würde jetzt das Meeting insofern umlegen wollen in Richtung Vernetzen und Netzwerken. Und wenn Sie da noch ein bisschen dabei bleiben, lieber Herr Klose, und an den Tischen dann vielleicht in den Diskussionsrunden mit teilnehmen würden, wäre es uns lieb und recht. Ich probiere mal wenigstens kurz. Okay. In der Zwischenzeit mit einem Auge so viele Mails bekommen, da wird einem auch immer anders. Ja, Also nochmal herzlichen Dank dafür. Danke auch in Ihre Richtung. Ja. Vielen Dank. Alles klar.